Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Return of the Tentacle. Superkleber. Jawohl, es klappt. Das war nämlich das, was wir in der letzten Folge offen gelassen haben. Kein Taschenbausatz. Hantel. Und jetzt trainieren wir. Sehr viel später. Wow. Wow. Mann, fühle ich mich jetzt stark. Bodybuilder. Wisst ihr, was ich für eine Ahnung habe? Was wären, wenn wir jetzt den Hebel umschlagen, ob wir dann von Ed immer noch eine geknallt kriegen? Huch, das Licht ist aus. Du Trottel, was ist der Hauptschalter für den Strom in der zweiten Etage? Wenn du hier rumspielst, funktionieren die Geräte für meine Pilzzucht nicht mehr. Ich denke, der hat gerade ein kleines bisschen überreagiert. Geil. Mach ich später. Können wir den Pin mitnehmen? Hey, nimm die Finger da weg. Das muss alles schön sortiert bleiben. Oder müssen wir irgendwas mit seinen Pilzen machen? Ich will nicht. Das wird mir nicht helfen. Hey, nimm die Finger da weg. Das muss alles schön sortiert bleiben. So, warte mal. Hoagie ist jetzt stark genug, was zu tun. Oh Gott. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was wir als Aufgabe bekommen haben. Er ist jetzt stark genug. Achso, siehste, schon vergessen seine Aufgabe. Wir lösen die erstmal. Wir ziehen das Dings hier raus. Komm, der Schild. Geil. So. Der Hebel für die Matschmaschine. Sehr gut. Den fasse ich besser nicht an. Das ist auch gut. Jetzt müssen wir bloß noch den Pin kriegen. Ich sollte mal langsam Popos Brief in Dr. Frieds Büro aufhängen. Oh. Außerdem muss ich noch einen Ersatz für den Wecker finden. Das ist, Wenn der Fernseher ganz wäre, könnte ich jetzt etwas spielen. Einen Ersatz für den Wecker. Ich glaube, das ist jetzt langsam so das Schwierigere. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Ach, der alte Computer steht ja immer noch hier. Ich bin gerade etwas... Wir haben noch ein Stück Schnur. Aufs Dach kommen wir nicht rauf. Apropos, warte mal, Hoagie ist doch jetzt stark genug. Kann er das Ding hier mitnehmen? Kann ich. Mach ich aber nicht. Was denn los? Bis später, Kumpel. Vogelbad, was auch immer das ist. Ich probier mal. Das kann ich nicht kombinieren. Okay. Besser nicht. Ein Pin und einen alternativen Pin. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Pilze scheinen ohne diese ganzen Geräte nicht überleben zu können. Deswegen der Hinweis mit dem Strom abschalten. Das ist Pilze. Hoch oben, links, rechts, gerade, schräg. Warte mal, geheimer Raum. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Besser nicht. Das sind Grüntentakel und Purpurtentakel, kurz nachdem Dr. Fried sie erfunden hat. Zu langweilig. Ich will das nicht kaputt machen. Das ist nicht zum Zerschneiden da. Ich bin echt am Überlegen. Ich
habe aktuell keine Idee. Das muss doch anders gehen. Da ist eine Glasscheibe vor den Zeigern. Ich komme nicht ran. Wie die Zeit vergeht. Nett. Ich wollte doch Purpurs Brief in Dr. Freds Büro aufhängen. Ja, mir fehlt ein Pin. Mir fehlt ein Pin. Oh, achso, okay. Mir fehlt ein Pin. Mir fehlt ein Pin. Lieber nicht. Das beißt mich noch. Laverne, du musst mal runterkommen. Vielleicht kann sie die Vampirzähne mitnehmen. Huch. Da. So. Lieber nicht, das beißt mich noch. Häppchen. Später. Warte mal, Häppchen, die haben einen Piekser drin. Komm her. Später. Das sieht lecker aus. Ich freue mich schon auf die Buffet-Eröffnung. Da sind noch Piekser drin. Das fasse ich nicht an. Das lasse ich hier. Falls mich die Polizei durchsuchen sollte, möchte ich nicht mit menschlichen Knochen in der Tasche erwischt werden. Ja, ist klar, bei dir sowieso. Bam. Ich brauche einen Piekser. Ich habe keine Ahnung gerade. Eine Schere, wofür? Das nenne ich mal ein langes Seil. Hey, Bernard. Hallo, Hoagie. Okay, hat alles erledigt. Geredet. Bis später. So, und das Problem ist, er wird keine neuen Infos kriegen. Hey, Hoagie. Was geht? Ich brauche etwas, um den Brief an der Pinnwand festzumachen. Hast du etwas gesehen, das mir helfen könnte? Naja, in Eds Zimmer hängt eine Pinnwand. Da kannst du ja mal nach einem Pin suchen. Danke. Ja. Ich verschwinde mal. Hi, Chuck. Umarmen können wir uns später. Der ist doch auch vielleicht, oder auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Hier waren wir aber überall schon. Da ist zu. Sie ist verschlossen. Hey, Ed. Ich brauche einen Pin. Kannst du mir helfen? Tut mir leid, aber Pins sind hier gerade überall ausverkauft. Der an meiner Pinnwand ist der letzte, den ich auftreiben konnte. Kann ich den haben? Nein. Mach's gut. Friede sei mit dir. Wir haben noch den Superkleber. Das kann ich nicht kombinieren. Das kann ich nicht kombinieren. Was ist denn? Besser nicht. Das könnte noch nützlich werden. Ja, eben. Ich kann diese beiden Dinge nicht kombinieren. Es könnte noch nützlich werden, der Kleber. Ich kann diese beiden Dinge nicht kombinieren. Was ist denn? Moment mal, warte mal. Ich wusste es. Ich merke mir, dass es hier hängt und hole es, wenn ich weiß, wofür ich es benutzen kann. Hier ziehe ich besser nicht am Seil. Okay. Hier ziehe ich besser nicht am Seil. Ah.
Wollen wir hier am Seil ziehen? Das Seil reicht nicht bis hierhin. Ich sollte es woanders benutzen. Ach so, in seinem Zimmer. Das ist eine gute Idee. Hey, möchtest du einen Zaubertrick sehen? Sicher. Oh, bitte nicht schon wieder. Toll, oder? Nein, gar nicht toll. Ohne richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit können sich meine Pilze nicht optimal entwickeln. Aber der Trick war doch trotzdem gut. Moment mal, wo führt das Seil hinter deinem Rücken hin? Hey, so verdirbst du den ganzen Spaß. Nimm die Pin. Ups. Verdammt, das gibt Ärger. Meine Boston-Besserling-Pilze. Du hast meine Boston-Besserling-Pilz-Sammlung ruiniert. Von 7 Jahren Therapie. Also, zu meiner Verteidigung? Jetzt erinnere ich mich wieder an dich. Raus aus meinem Zimmer! Kann man die Strippe... Sie ist kurz da. Zu langweilig. Aber wir können es nicht mal mitnehmen. Okay, jetzt haben wir einen Pin. Super. Oh, ich dachte schon, wir werden die Pin nie finden. So, und jetzt ist alles erledigt. Und bingo. Okay, der Brief hängt. Jetzt habe ich alle Aufgaben erledigt. Kurze Zeit später. So, die Uhr ist gestellt und der Brief aufgehängt. Und das Geheimlabor klebt nicht mehr. Dann können wir ja jetzt zurück. Huch, die Matschmaschine ist ja an. Ich mache sie besser aus, bevor noch was Schlimmes passiert. Oh, bitte nicht. Oh nein, das Bernhard. Das wollte ich immer schon mal machen. Oh nein, Bernhard, was hast du getan? Hoffentlich ist Dr. Freds Plan gegen Popo nicht so gefährlich. Bis jetzt ging doch alles gut. Ja, bis jetzt. Oh nein, ich ahne Schlimmes. Die Matschmaschine ist an, es werden ganz viele... Oh mein Gott. Es funktioniert! Heißt das, Sie haben einen Plan entwickelt, um Popo zu stoppen? Nein, die Zeitmaschine. Sie funktioniert. Dr. Fred, das wissen wir doch, seit wir den Hamster als Versuchskaninchen benutzt haben. Nein, die Versuchskaninchen seid ihr gewesen. Aha. Und ihr Dummköpfe habt tatsächlich geglaubt, dass Purpur zurückkommt. Aber der Brief... ist von mir. Was? Ich musste noch einen Abschlusstest an Menschen durchführen, bevor der Chrono-Wash in Serie gehen kann. Sie gemeiner Tentakelerfinder. Ja, das ist echt nicht nett. Wo ist Purpur denn jetzt? Wir hatten ihn doch damals mit einem Brief nach Sibirien geschickt. Ja, leider war der Brief nicht ausreichend frankiert und kam zurück. Deswegen habe ich Purpur die letzten 2 Jahre in meinem Labor festgebunden. Und nicht wieder. Und damit ihr Volltrottel ihn da gestern nicht wieder losbindet, habe ich ihn mit meinem Super-Duper-Kleber in meinem Geheimraum festgeklebt. Deshalb haben sie gestern den Superkleber erfunden. Aber diesen Fleck habe ich auch weggemacht. Großartig, Laverne. Dann müssen wir ihn jetzt wieder einfangen. Zum Glück ist die Matschmaschine nicht aktiv. Sonst hätte Purpur wieder durch das Mutagen zu seinen mächtigen Armen kommen können. Aber Dr. Fred, die Matschmaschine war doch an. Ich habe sie erst ausgemacht. Bernhard, das Schild war verdreht. Oh oh. Du hast das Ding angemacht? Oh oh. Die Mucke ist so geil. Haha, ihr dummen Menschenwesen. Dank euch bin ich zurück und mächtiger als je zuvor. Ich werde die Welt erobern und das Universum.
Eure billigen Zeitreisetricks könnt ihr euch sparen, denn meine Klone beschützen mich in der Vergangenheit. Mein neues Zentrum der Tentakelmacht wird sogar für die Erde zu groß. Hochverachtungsvoll, Purpur. Aber. Danke, Bernhard, dass du so dumm bist. Ich wusste, ich hätte mir richtige Testpersonen holen sollen. Aber wie ist Purpur in die Vergangenheit gekommen? Wahrscheinlich mit dem alten genau. Kron und John. Kacke. Was machen wir jetzt? Keine Angst, ich habe einen Plan. Und zwar schicke ich euch mit dem Kron Ovosch zu Purpur und dort haltet ihr ihn auf. Aber wir wissen nicht mal, wo Purpur ist. Langweile mich nicht mit Details. Ich muss hier nur zwei Kabel vertauschen und dann landet ihr auf dem Planeten. Was denn für ein Planet? Purpur wird sein neues Machtzentrum auf dem Kepler 452b errichten. Warum? Und woher wissen Sie das, Dr. Fred? Es ist der einzige erdähnliche Planet, der groß genug dafür wäre und über ausreichend Biosphäre verfügt. Außerdem stand der Planet auf dem Absender von Purpurs Brief. Sie sind ja ein richtiger Sherlock Holmes. Schnallt euch an, es geht los. Aber sollten wir die Maschine mit den vertauschten Drähten nicht erst testen? Das tun wir doch gerade. Es funktioniert! Einstein hatte also doch nicht recht. Oder etwa doch? Oh-oh. Aha. Sei faust. Nein, ne? Oh, ist ja schön hier. Na toll. Verdammt! Gehört das zu Ihrem Plan, Dr. Fred? Natürlich nicht. Jetzt müssen wir improvisieren. Huch, was ist denn jetzt los? Alles duster. Ich glaube, das Spiel ist alle. Nein. Aber es hat doch gerade erst angefangen. Anscheinend konnte der Grafiker hier noch nicht weiterzeichnen. Ist bestimmt sau aufwendig, so viele Orte zu zeichnen. Oder wie sich Bernhard am Arsch kratzt. Oder diese Dialoge zu schreiben. Und aufzunehmen. Gibt schon ziemlich viel zu tun. Ich hab gehört, die waren nur zu viert und haben das in ihrer Freizeit gemacht. Wow. Doch um ein vollständiges Spiel wie dieses in absehbarer Zeit fertigzustellen, reicht die Freizeit leider nicht aus. Schade. Aber schreibt doch dem Team eine E-Mail, wie euch der Prolog gefallen hat. Und gebt es euren Freunden zum Spielen. Je weiter sich das Fan-Adventure verbreitet und je mehr Feedback es gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Spiel fortgesetzt wird. Das wäre geil. Ich will Purpur fertig machen. Bis hoffentlich bald. Macht's gut. Ciao. Sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. Okay, ich hätte ahnen müssen, dass Prolog wirklich nur der Prolog ist von dem Spiel. Aber Hammer. Also wenn das Spiel komplett, ne, also, oh, meine Fresse. Nicht nur, dass ich mehr als positiv überrascht bin über das Spiel, sondern ich bin mehr als positiv überrascht über das Spiel. Ich finde die ganzen Seitenanspielungen, der Verweis auf alte Geschichten, Sam & Max, also alte LucasArts Adventures, die ganzen Parallelen, der grafische Aufbau, dass jetzt alles so super aussieht, so super animiert ist, in 3D animiert, die Vertonung gar nicht, wollen wir gar nicht vergessen, Hammer. Und wenn ich gerade sehe, wer hier alles wie übersetzt hat, also bitteschön. Oh, was soll ich sagen? Es ist wirklich geniales Spiel. Und ehrlich gesagt, ich möchte dafür auch Geld ausgeben. Ich möchte davon mehr sehen.
Ich hoffe, dass man davon mehr sehen wird, weil das ist ja immer noch so eine Frage mit den rechtlichen Bedingungen. Ne? Ich weiß nicht, wo gerade die Rechte liegen. Ich gucke mal gerade, ob ich einen von den Sprechern kenne. Erstmal so ad hoc nicht. Wo die Rechte liegen, zum Beispiel könnten sie bei Disney gerade liegen oder aber sie sind bei Ron Gilbert mit dabei. Weil das Spiel basiert auf Charakteren und Welten von Ron Gilbert und David Ross und Tim Schafer. Steve Purcell nicht zu vergessen, derjenige, der für Sam & Max verantwortlich ist. 1:45:43, okay, ist meine Spielzeit. Ich habe ein bisschen gebraucht zum Schluss, tut mir auch leid. Episches Finale. Oh, ist auch wirklich episch. Wollen wir mal kurz gucken, was wir hier an Achievements. Wir haben nur 23 von 43 freigeschaltet, okay? Sind doch welche, die... Ah, guck mal hier, was haben wir hier? Macht dieses Haus eigentlich alle verrückt? Keine Ahnung, den Überblick behalten. Ich hab's eilig, 0 von 10. Speedwalker, Bände spielen in unter 30 Minuten, Bände spielen unter 12 Minuten. Schlägertyp. Gewalt ist keine Lösung. Mhm. Wassersparer, weil wir das Wasser wieder abgedreht haben, mit Sicherheit an der Stelle. Ein Hoch auf die Dummheit, versucht dir deinen Weg zu verbauen. Mhm. So many speaks such wow 1.11. 47 verschiedene Textzeilen gehört. 232 haben wir nur. Hammer. Und es ist ein Hörbuch. 1000 verschiedene Textzeilen gehört. Gerade mal die Hälfte. Oh, haben wir echt nicht so viel gehört? Krass. Experimentierwaren findet 20 einzigartige Kombinationsdialoge. Adventure-Fetischist findet 30 einzigartige Kombinationsdialoge. Und Taschenbausatz. Trophäenjäger, alle Trophäen freigeschaltet. Da gibt es eine Trophäe für. Und dann 5 versteckte Errungenschaften verbleiben. Details für Errungenschaften werden enthüllt, sobald diese freigeschaltet werden. Globale Errungenschaften? Oh, guck mal, von allen Spielern. Wo holt er sich die Informationen gerade her? Guck mal hier, fühlt sich gut an. Macht dich stark, habe ich doch gekriegt, oder? 0% haben das? Eine Maschine ist geboren? Oder ist das... Nee, das habe ich nicht, ne? Warte mal. Was haben wir denn gekriegt? Pixelart? Okay, ein Taschenbausatz. Baue die Hantel außerhalb des Inventars zusammen. Ach so. Kein Taschenbausatz und Taschenbausatz. Ah, ich verstehe. Guck mal hier, und wir haben 11 von 10 einzigartige... Aha, okay. Jetzt verstehe ich es langsam. Aber mit dem... Doch, hier. Eine Maschine ist geboren. 0. Ich glaube, das liegt daran, die Sachen hier unten, das liegt daran, das ist ja hier schon, wenn man hier guckt, das ist ja Version 1.01. Wenn man sieht, zwischen 1.01 und 1.00, das war jetzt ja Folge 4 und 5 oder 6, ich habe jetzt den Überblick verloren, ich glaube, das ist 5. 4 und 5 sind 1.00 und, Quatsch, 0.1 und 1 bis 3 sind 1.00. Da war unter anderem halt das Problem, dass einige... Achievements nicht funktioniert haben sollen. Und ich denke mal, das wird hier der Punkt sein. Deswegen sind hier 0%. Guck mal, episches Finale wäre ich der Einzige sonst, der das, ne? Guck mal, 0,1% haben 1000. Oh, Hammer, Hammer. Nochmal, spiele den Prolog durch. Mhm. Kein Taschenbausatz, nur 3,2%. Interessant. Guck mal, hier sind zweimal das Gleiche. Ah nee, das sind doch die Unbekannten. Ich verstehe. Ja, ich habe mich köstlich amüsiert und definitiv möchte ich davon mehr sehen. Und ich hoffe, wir werden davon mehr sehen. Zwar nicht sofort, logischerweise, weil die jetzt gerade erst fertig geworden sind mit dem Prolog. Aber oh. Die Basis ist da. Die Basis ist da und wer weiß, wie viel sich schon an Dialog und an Programm und so weiter und an Plot fertiggestellt haben im Hinterkopf. Ne? Lasst uns überraschen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und nehmt das Spiel selber, downloadet es euch. Link gibt es in der Videobeschreibung, logischerweise wie immer. Und spielt es. Und gebt, so wie eben halt zum Schluss Laverne, Hoagy und Bernard es gesagt haben, gebt den Entwicklern hier, dem Team, einfach Bescheid, wie ihr das Spiel fandet und dass ihr mehr sehen wollt. Und ja, ich will mehr sehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.
euer Firefox. Ja, wirklich.